Hallo liebe Zuschauer, ich befinde mich heute vor dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, denn auch die Schulen müssen natürlich lernen, mit der Corona-Pandemie umzugehen. Und wie das Ganze an der Schule hier umgesetzt wird, das zeigt mir heute Herr Steffen Qual. Und das ganze Konzept beginnt ja schon am Eingang. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch unsere Arbeit mit anschauen wollt. Ja, das Konzept beginnt natürlich schon am Eingang der Schulen. Wir haben zwei Schulgebäude und an diesem Schulgebäude kann man sehen, dass zum Beispiel die 11. Jahrgangsstufe nur diesen Eingang benutzt, um zu ihrem Chemieunterricht zu kommen. Und in deinem Rücken ist es der Zugang zum Schulhof für die Jahrgangsstufe 7 und 8. Und nur für diese beiden Jahrgangsstufen und auch der Zugang zum Parkplatz mit ihren Fahrrädern. Und es gibt jetzt ja auch noch weitere Sachen und Anpassungen und da hoffe ich, dass Sie mir da jetzt noch ein bisschen was zeigen können. Gehen wir doch rein. Direkt ins Auge fallen da die neu angebrachten Waschbecken. Zugegeben improvisiert, aber funktionabel. Regelmäßiges Händewaschen wird schnell zur Alltagsroutine. Auch im wieder stattfindenden Musikunterricht wird auf Abstand, frische Luft sowie das Desinfizieren von Platz und Instrumenten geachtet. Um überfüllte Sanitäranlagen zu vermeiden, wurde eine simple, doch zugleich praktikable Lösung gefunden. Gleiches gilt auch, wenn man einen Blick nach draußen wirft. Das ganze Konzept, was jetzt angewandt wurde, lässt sich ja auch hier auf dem Schulhof ganz gut nachvollziehen. Was wurde denn hier alles gemacht und was lässt sich auch sehen? Nachdem wir ja das Schulgebäude jetzt durch den Eingang der 11 betreten haben, sind wir durchs Schulgebäude durchgegangen und haben den Eingang, Ausgang für die Jahrgangsstufe 7, 8 vorrangig verlassen. Und auf dem Schulhof kann man dann ganz gut sehen, dass wir seit vor den Osterferien eine Vierteilung des Schulhofes eingeführt haben. Und man sieht das Flatterband und wenn man dann dort hinüberschwenkt, ist es eben für jede Jahrgangsstufe 7 bis 10 eine eigene Sektion auf dem Schulhof. Und solange die Schülerinnen und Schüler sich auf dem Weg dorthin bewegen, haben sie halt die Maske auf. Wenn sie innerhalb ihres eigenen Bereiches sind, dürfen sie auf Abstand dann die Maske abnehmen. Und wie sieht es mit den Unterrichtszeiten aktuell aus? Die Unterrichtszeiten haben wir zwischen den Jahrgangsstufen 7 und 8 gemeinsam und 9 und 10 gemeinsam um 5 Minuten versetzt. Sodass, wenn jetzt die Pausensituation zu Ende ist, nicht alle auf einmal in das Schulgebäude wollen, über diese zwei Eingänge, die wir hier haben vom Schulhof aus, sondern dass sie wirklich über 5 Minuten gestreckt sind. Im Schulgebäude sind in der Regel die Unterrichtstüren offen und damit entstehen hoffentlich keine Staus, weil das wollen wir ja vermeiden, dann eine Zusammenballung von Schülerinnen und Schülern auf einem Fleck, auf einem Punkt. Im zweiten Gebäude des Gymnasiums brachten sich die Schüler kreativ zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen ein. Wir hatten ja eben schon das System bei den Toiletten mit den Klötzen am Boden und hier strahlt mich ja schon was an. Worum handelt es sich denn hier? Ja, hier geht es darum, dass die ehemaligen Schüler der 11. Jahrgangsstufe, die jetzt gerade ihr Abitur bei uns gemacht haben, einfach auf die Idee kamen, das müsse doch digital gelöst werden. Und dementsprechend haben die sich eine Ampelsignalanlage einfallen lassen. Bei diesen Toiletten können immer nur zwei Personen gleichzeitig auf Toilette gehen. Und dementsprechend, wenn man dann eine Person reinschickt, wird das gelb. Wenn eine zweite gehen würde, würde es rot werden und genauso beim Austritt wieder. Und das hat sehr gut jetzt über ein Jahr funktioniert. Nachvollziehbare und leicht umzusetzende Maßnahmen, um nicht nur aus, sondern auch während einer Pandemie zu lernen. Die Beitragsreihe MV-Reporter wird unterstützt aus dem Schutzfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern.